Ja, okay. Hallo, also guten Tag erstmal von meiner Seite. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße Sie dann auch hier von meiner Seite auf der Forscher. Heute geht es hier um Energiespeicherung und um Kohlendioxid. Kann man mich soweit verstehen? Ist ein bisschen laut. Okay, dann warten wir. Es kommen noch ein paar Leute, dann warten wir noch mal eben und dann. Gut. Also, genau. Vielleicht werden sich alle Leute hinsetzen, schon mal langsam zur Einleitung. Also, ich werde ganz langsam anfangen. Ich fange beim Kohlendioxid an und bei der Energie und wo wir die herkriegen und so. Und ich werde dann langsam schwieriger. Also, wenn Sie am Anfang denken, was erzählt ihr denn so langweilige Sachen über das Kohlendioxid, weiß ich doch schon alles. Bitte sitzen bleiben. Wir werden eben, je weiter wir kommen, desto spezieller wird es. Gut. Also, ich bin Chemikerin, technische Chemikerin, um genau zu sein. Wir beschäftigen uns an Atomen damit, wie wir CO2 wieder in die chemische Produktion kriegen. Und darum geht es ja hier auch. Ich werde das also, wie gesagt, sehr allgemein anfangen und komme dann immer mehr, was wird in Deutschland gemacht, was wird an Atomen gemacht und so. Und dann kriegen Sie da hoffentlich einen Überblick. Okay, also, fangen wir mal mit Kohlendioxid an. Also Kohlendioxid ist eigentlich ein langweiliges kleines Molekül. Ist in der Mitte ein Kohlenstoffatom, dann doppelt gebundene Sauerstoffatome da dran. Die Chemiker zeichnen das immer gerne als drei Kugeln: eine schwarze Kugel für den Kohlenstoff in der Mitte und zwei rote für die Sauerstoffatome an der Seite. Also wenn Sie dieses Molekül sehen im Vortrag, dann ist das immer Kohlendioxid. Ich schreibe es normalerweise aber immer noch mal dran. Warum ist Kohlendioxid jetzt ein Problem? Man könnte ja sagen, so ein kleines Molekül, was macht denn das eigentlich? Das Problem ist erstmal, das ist chemisch sehr stabil. Das Kohlenstoffatom da und die Sauerstoffatome, die sind sehr stark aneinander gebunden und die sind ganz glücklich damit, wie die Situation so ist. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Energie, um da wieder irgendwas mitzumachen. Und die Energie, die muss ja irgendwo herkommen und die sollte idealerweise eben regenerativ sein. Kohlendioxid ist für uns zwar ein Abfallprodukt, für die Pflanzen aber lebensnotwendig, weil die bauen das eben ein. Ich erzähle das gleich auch. Nur dieser Prozess ist eben langsam. Das heißt, wenn wir durch die Verbrennung von organischen Stoffen sehr viel Kohlendioxid emittieren, dann passt das zeitlich eben nicht, dann sammelt sich in der Atmosphäre wieder an. Warum ist es jetzt ein Problem in Bezug auf den Treibhauseffekt? Wenn Sonnenenergie auf so ein CO2-Molekül drauf trifft, dann fängt das an zu schwingen. Das heißt, das nimmt die Wärme auf. Und dadurch, dass das Kohlendioxidmolekül die Wärme aufnimmt, wird die eben nicht wieder abgestrahlt, sondern verbleibt in der Atmosphäre und dadurch wird es halt warm. Und das letzte Problem ist eben auch noch, Sie haben wahrscheinlich schon mal was gehört von der Übersäuerung der Meere. Das ist, wenn Sie zu Hause so einen Sodasprudler haben, da drücken Sie ja auch CO2 in Wasser rein. Und wenn man jetzt eben mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre hat, dann geht das auch ins Meer. Und dann machen Sie im Prinzip aus dem Meer Kohlensäure. Natürlich jetzt nicht, dass es wirklich blubbert, aber dadurch wird es eben ein bisschen sauer. Und also chemisch gesehen, man senkt den pH-Wert ab und das ist aber dann für einige Organismen im Wasser, kalkbildende Organismen, Korallenriffe, dann ein Problem und dadurch kann es eben zu einer empfindlichen Störung des Ökosystems kommen. Lange Rede, kurzer Sinn, mit dem CO2 müssen wir irgendwas tun. Die Frage ist aber erstmal, wo kommt es denn überhaupt her? Die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, waren von 2022. Da wurden 37,1 Milliarden Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen und die Hauptverursacher sind eben die Industrie und der Verkehr. Also zum einen was wir beeinflussen können, zum anderen die Industrie, ja, da müssen eben politische Steuermechanismen greifen. Wenn Sie jetzt nochmal chemisch gesehen sich das vor Augen führen wollen, wo das herkommt, wenn wir organische Stoffe verbrennen, zum Beispiel Benzin, Biomasse, also auch Holz, Plastikmüll, dann bestehen die immer aus so Kohlenstoffketten. Und in den Ketten ist der Kohlenstoff mit Wasserstoffatomen gebunden. Und wenn wir das jetzt verbrennen, verbrennen heißt immer eine Umsetzung mit Sauerstoff. Das heißt, dann reagieren die Kohlenstoffatome mit dem Sauerstoff, bilden CO2 und dann kommt als Nebenprodukt Wasser raus. Bloß das Wasser interessiert keinen, aber das Kohlendioxid, das ist das Problem. Das heißt, dieser Prozess letztendlich auf verschiedene Art und Weisen, hier könnte jetzt eben Erdgas stehen, Erdöl stehen, Kohle stehen, vollkommen egal. Die Strukturen sind immer anders, aber das ist der grundlegende Prozess, der da passiert. Also für die Chemiker unter Ihnen, ich habe es jetzt hier für Butan gezeigt, aber man könnte da beliebige Kohlenstoffe nehmen. Vor einer ganzen Weile, da war ich noch in Bochum, da wurde ich mal gefragt, wie viel CO2 stößt eigentlich ein Auto aus, wenn es 1 Kilometer fährt? Und dann haben wir das mal, das war für WDR Radio, und dann haben wir das mal ausgerechnet.
Und weil das jetzt schon ein bisschen her ist, haben wir damals noch gesagt, das wäre jetzt ein Auto, was 7 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Dann kann ich zuerst mal mit der Dichte von Benzin umrechnen, wie viele Gramm Benzin denn das eigentlich sind. Die Gramm Benzin kann ich dann über die Reaktionsgleichung, die Sie gerade gesehen haben, in Gramm CO2 umrechnen. Dann komme ich darauf, dass ich 150 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoße. Da haben die dann, also hat mir der Ansprechpartner vom Radio gesagt, puh, also in 2 Kilometern, wenn CO2 fest wäre, dann würde ja was ausgestoßen, was wie so ein Päckchen Butter immer hinten rausfällt. So ist es aber natürlich nicht, sondern das ist halt eben Gas. Und ein Gas nimmt ein großes Volumen ein. Und deswegen haben sie etwa 80 Liter Kohlendioxid, die sie pro Kilometer ausstoßen. Also das muss man sich einfach vor Augen führen. So sieht's aus. Ich habe jetzt mal für diesen Vortrag noch ein zweites Beispiel kurz für Sie berechnet. Es geht ja auch immer darum, wir haben ja ganz viel Plastikverpackungen und die werden ja leider immer noch zu größten Teilen verbrannt. Und ich habe einfach mal gesagt, wenn wir jetzt so eine Verpackung haben, die aus 2 Gramm Polyethylen besteht, Polyethylen sind auch solche Kohlenstoffketten, wie ich die gerade gezeigt habe, dann kann ich jetzt ausrechnen, wenn ich das verbrenne, werden 6,3 Gramm Kohlendioxid frei. Das kann ich jetzt wieder in Volumen umrechnen. Und dann habe ich 3,2 Liter CO2 für 2 Gramm Polyethylen. Also auch jede Gurke, die Sie unverpackt kaufen, jedes Hackfleisch, was Sie nicht in der Styroporschale kaufen, ist auf jeden Fall wieder ein Bonus fürs Klima. So, wie haben sich die Kohlendioxidemissionen entwickelt? Das ist jetzt eine etwas ältere Grafik. Ich finde die allerdings immer ganz schön, weil die sozusagen zeigt, welche Events, die so weltweit passiert sind, hier einen Einfluss haben. Also wir sehen, zu Beginn der industriellen Revolution passierte da nicht viel und eben seit so 1950 rum hat sich das immer stärker beschleunigt. Und immer wenn es dann so einen Einbruch gibt, dann kann man sich fragen, waren wir da besonders grün? Und die Antwort ist normalerweise, ja, da war irgendwie das Öl knapp. Also jetzt sehen Sie die Ölkrisen, sehen Sie hier Ende des Zweiten Weltkriegs, da war die Industrie eben am Boden. Da gab es immer so Dips und dann ging es aber letztendlich immer wieder weiter hoch. Sie haben wahrscheinlich auch das, was auf der nächsten Seite ist, schon mal in der einen oder anderen Art und Weise gesehen. Man kann sich jetzt also angucken, das ist leider die Abbildung habe ich von dieser Seite Climate von dieser Klimabeobachtungsseite der USA genommen. Da sehen Sie also hier die CO2-Konzentration und wenn man sich jetzt mal den letzten Wert anguckt, dann ist der für Mai 2024. Das sind also 426 ppm. ppm ist halt im Prinzip Parts per Million, ist halt nicht viel, aber wenn man sich überlegt, dass eben im vorindustriellen Zeitalter der Wert bei ungefähr 200, 250 ppm gelegen hat, sind wir jetzt eben schon deutlich drüber. Und eben, wenn man, das fängt jetzt hier 1960 an, wenn man sich jetzt da mal 1960 anguckt, dann sieht man, dass eben mit dem starken Anstieg der CO2-Konzentration eben auch die globale Temperatur stark ansteigt. Und das ist jetzt erstmal natürlich nur eine Korrelation, aber Wissenschaftler haben ja inzwischen schon auch den tatsächlich kausalen Zusammenhang dahinter häufig untersucht. Genau, und da ist es eben noch interessant, dass 2023 war eben ein besonders nach oben abweichendes Jahr und da müssen wir jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt ist dann immer die Sache, ja, wir bauen ja die erneuerbaren Energien aus, das ist ja alles super. Das Problem ist nur, erneuerbare Energie fluktuiert. Das heißt, das ist jetzt mal hier eine Abbildung, da sehen Sie auf der linken Seite im Mai 2012, auf der anderen Seite berechnet, also eine mögliche Szenario 2020. Und hier auf der linken Seite sehen Sie, da sind die ganzen fossilen oder nicht erneuerbaren, sind halt hier in braun und in lila gezeichnet. Lila ist nuklear, das braune ist Kohle und Gas. Und da sehen Sie, dass das eben im Prinzip kontinuierlich immer läuft. Das heißt, das hat einen sogenannten auf Englisch Base Load, der uns kontinuierlich mit Energie versorgt. Und die Erneuerbaren, die fluktuieren halt. Also jeder weiß, tagsüber haben wir Sonnenlicht, nachts nicht. Die Windenergie ist eben auch nicht vorhersehbar. Und deswegen gibt es da immer solche Spitzen. Und das ist auch der Grund, Sie haben es wahrscheinlich auch schon mal gehört, dass dann zum Beispiel Windparks einfach abgeschaltet werden, weil wir zeitweise nicht wissen, wohin mit dem Strom. Also wenn wir Strom nicht speichern können, dann sollten wir ihn besser gar nicht produzieren, weil wir können eben überschüssigen Strom, den kann man nicht einfach irgendwo lagern. Da muss ich schon halt eine Batterie oder eine andere Möglichkeit haben. Und darum soll es heute gehen. Und man sieht jetzt hier bei diesem Szenario für 2020, was da angenommen worden ist, im Prinzip zum Beispiel hier an diesem Sonntag, der da gezeigt ist, könnten wir sämtliche Energiebedarf schon erneuerbar decken. Aber in der Nacht bräuchten wir dann immer noch diese fossilen dabei, dass wir dann in der Nacht immer den Energiebedarf weiterhin decken können. Und das ist eben das, was viele Wissenschaftler mit den
mit den windstillen, dunklen Nächten beschreiben. Das heißt, da haben wir kein Solar, kein Wind und für die Zeiten müssen wir eben auch vorsorgen. Und natürlich wäre es schöner, anstatt dass ich immer wieder die fossilen Brennstoffe hinzunehmen muss, wenn ich jetzt eben die überschüssig produzierte Solarenergie oder Windenergie eben sinnvoll speichern kann. Und darum soll es jetzt eben gehen. Und idealerweise bringe ich jetzt beides zusammen, das heißt die Energiespeicherung und das Kohlendioxid. Und dann wollte ich noch als Einleitung eine weitere Folie zeigen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, reicht denn das? Reicht das Angebot erneuerbarer Energien denn überhaupt aus, dass wir den Energiebedarf decken können? Und die Idee, also dahinter ist es einfach so, in der Theorie schon. Also diese Abbildung hier, da müssen Sie aufpassen, das ist eine logarithmische Skala, das heißt ein Strich mehr heißt 10-mal so viel. Und das Grüne hinten ist der menschliche Energiebedarf, zugegeben jetzt für das Jahr 2011, ist schon ein bisschen älter, aber ist ja jetzt nicht gravierend anders. Und dann hat Nate Lewis in den USA hat mal ausgerechnet, hat das mal verglichen. Also jetzt vor allen Dingen mit der Solarenergie hier, der ganz links, der Riesenbalken. Also der Energiebedarf der Menschheit 2011 war 18 Terawatt. Das ist wahnsinnig viel und bis 2050 ist der erwartete Bedarf 27 Terawatt. Allerdings, wenn man den Eintrag durch die Solarenergie alleine sich anguckt, also die weltweite Sonneneinstrahlung, die die Oberfläche der Erde erreicht, dann sind das 162.000 Terawatt, also viel, viel mehr. Und der hat dann ausgerechnet, wenn wir in der Lage wären, sämtliche Solarenergie zu speichern, die innerhalb einer Stunde auf die Erde trifft, also angenommen, wir könnten jetzt einen Mantel um die Erde legen und für eine Stunde sämtliche Energie speichern, dann könnten wir den weltweiten Bedarf eines ganzen Jahres decken. Also eigentlich brauchen wir gar nicht so viel, beziehungsweise eine andere Rechnung besagt, wenn wir quasi so ein Quadrat in der Sahara, wenn wir da dauerhaft die Solarenergie speichern könnten, dann könnten wir zum Beispiel auch den Energiebedarf der Menschheit decken. Wir müssen ihn eben nur vernünftig speichern und verteilen und das ist das Problem. Die Natur hat das schon ganz schlau gelöst, weil die kann schon CO2 umwandeln und damit Energie speichern. Die Pflanzen tun das, also die natürliche Photosynthese, die ich jetzt hier nur ganz, ganz schematisch gezeigt habe, funktioniert ja so, dass das Sonnenlicht auf die Pflanzenfarbstoffe auftrifft. Die Pflanzenfarbstoffe generieren Ladungsträger, also die generieren dann chemisch aktive Spezies. Die reagieren mit dem Kohlendioxid in bestimmten Proteinen und Enzymen und daraus kommt dann Zucker, also Glucose ist da rechts gezeigt und als Nebenprodukt Sauerstoff. Und das Nebenprodukt Sauerstoff ist ja für uns dann eben auch lebenswichtig. Und deswegen gibt es immer diesen Kreislauf, dass wir ja dann aus dem CO2, wenn wir ausatmen, aus dem Sauerstoff, wenn wir ausatmen, wieder CO2 ausatmen und die Pflanzen das wieder aufnehmen. Das Problem ist eben nur das zusätzliche CO2, denn Pflanzen wachsen eben langsam. Die Natur hat Zeit. Der Natur ist es relativ egal, ob wir relativ viel CO2 ausstoßen. Der Baum wächst eben so schnell, wie er wächst und der lässt sich von uns eben nicht künstlich beschleunigen. Und die Idee ist jetzt, dass wir von der Natur lernen und einen Schritt weitergehen. Wenn man jetzt einen Chemiker fragt, was kannst du mit Glucose machen, dann wird er sagen, boah, Glucose ist aber jetzt schon chemisch echt kompliziert. So kompliziert brauche ich es gar nicht. Einfacher wäre mir lieber. Und deswegen hat man drei Kandidaten als chemische Energieträger, man nennt die im Englischen auch Solar Fuels, identifiziert, die man ganz gut nutzen kann. Das oberste, haben Sie sicher auch schon mal gesehen, einfach nur Wasserstoff. Wasserstoff ist ja heute in aller Munde, grüner Wasserstoff, grauer Wasserstoff, blauer Wasserstoff. Da gibt es ja alle möglichen Definitionen. Wir wollen hier natürlich den grünen Wasserstoff. Das heißt, wenn ich jetzt erneuerbare Energie nehme, und damit Wasser spalte, zeige ich Ihnen gleich noch, kann ich Wasserstoff erzeugen und wenn ich den dann wieder mit Sauerstoff umsetze, also entweder verbrennen oder in Brennstoffzellen, dann verbrennt er nur zu Wasser. Das heißt, wenn ich ein Energiesystem basierend auf Wasserstoff habe, kommt da Kohlendioxid schon mal gar nicht drin vor. Wäre schon mal ein Vorteil. Außerdem ist Wasserstoff, das zeige ich Ihnen auch gleich, ein wichtiges Molekül, was ich dann wieder mit Kohlendioxid umsetzen kann, um dann wieder Energieträger zu generieren. Was Sie aber wahrscheinlich auch schon mal gehört haben, Wasserstoff ist nicht so leicht zu lagern, weil es ist erstens ein Gas, es ist ein sehr kleines Gas, das heißt, es geht durch Dichtung sehr leicht durch und blöderweise ist Wasserstoff eben explosiv, brennbar. Das heißt, es ist eben immer noch so eine Sache, man muss eben der Allgemeinheit erstmal verkaufen, dass so ein Wasserstoffauto oder ein Wasserstofftank im Keller, dass der halt tatsächlich sicher ist und man muss ihn eben auch tatsächlich sicher machen, weil der darf eben nicht mal eben explodieren. Deswegen gibt es andere Ideen, was man machen kann. Und eins ist eben das Methanol. Da gibt es einen Nobelpreisträger, den George Ohler, der
oh, jetzt muss ich zugeben, weiß ich gar nicht, ob er noch am Leben ist, aber auf jeden Fall, der hat in den USA gelebt und der hat ein ganzes Buch geschrieben, wo er sozusagen eine Zukunftsvision beschrieben hat, wo unsere ganze Energieversorgung auf Methanol basiert. Methanol ist jetzt schon ein wichtiger Ausgangsstoff in der chemischen Industrie. Also Sie sehen, da werden halt schon im großen Maßstab wird das produziert. Und das ist eben ein Kandidat für einen Zukunftstreibstoff, gerade weil es eben flüssig ist. Und das dritte Molekül ist Methan. Methan nehmen wir sowieso schon. Also Methan ist die Hauptkomponente im Erdgas. Das heißt, wenn wir CO2, Kohlendioxid wieder zu Methan umsetzen können, können wir das direkt wieder ins Erdgasnetz einspeichern und wieder verbrauchen. Das heißt, da könnte man einen Kreislauf machen, wo man dann das CO2 quasi immer wieder drin bindet. Es ist ein bisschen schwieriger zu lagern als Methanol, weil es ein Gas ist und weil wir es ja, also Erdgas kann ich ja aus dem Boden holen, wenn ich es brauche. Wenn ich natürlich Kohlendioxid wieder im Kreislauf führe, muss ich es zeitweise irgendwo hin tun. Aber auch das wäre eben eine Möglichkeit, die ich Ihnen gleich hier zeigen werde. Vor ein paar Jahren habe ich auch mit einer Kollegin mal dieses Bild erstellt. Da haben wir uns überlegt, wenn wir jetzt drei Bedingungen haben, wir haben uns alle, den Endverbraucher, den Kunden. Wir wollen jederzeit auf Energie zugreifen können. Wir wollen nicht darüber nachdenken, ist es jetzt gerade Tag, Nacht, ist es jetzt gerade draußen windig oder nicht, sondern wir wollen eben einfach unser Smartphone jetzt gerade an der Steckdose laden können oder den Fernseher anschalten oder kochen oder was auch immer. Deswegen müssen wir Möglichkeiten schaffen, dass wir kontinuierliche Energieversorgung haben. Was wir auf jeden Fall immer haben, ist das Sonnenlicht. Und dann wollen wir idealerweise das Kohlendioxid, links gezeigt, dann wieder einbauen. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Was Sie ja schon bestimmt kennen, ist die Photovoltaik. Das heißt, ich komme direkt von dem Sonnenlicht zum Strom. Aber das muss ich entweder sofort verbrauchen oder in Batterien lagern. Ich kann auch die Wärme des Sonnenlichts nutzen, Solarthermie, ich kann mein Wasser heizen, das kennen Sie auch. Und wenn wir jetzt Kohlendioxid aber einbauen wollen, dann sind wir hier auf der linken Seite und das werde ich Ihnen gleich erklären. Das heißt, was wir ganz links sehen, diese Photosynthese oder die künstliche Photosynthese, was die Pflanzen tun oder was wir auch in der Biotechnologie nachmachen können, bringt uns Biomasse. Da haben Sie Holz, da haben Sie Algen, da haben Sie alles Mögliche, wo Sie dann, was Sie speichern können. Wenn wir Elektrochemie, Elektrolyse machen mit dem Strom, dann können wir Wasserstoff erzeugen. Und sobald Sie in dieser grauen Box sind, da sind Sie dann im Bereich der Chemie. Das heißt, da steht jetzt heterogene Katalyse, erkläre ich Ihnen gleich, was das ist. Aber sobald ich Biomasse, Wasserstoff und Kohlendioxid habe, kann ich das ineinander umwandeln und kann dann diese Energieträger, die ich Ihnen gerade beschrieben habe, hier steht auch wieder das Methanol, da steht auch wieder der Wasserstoff, kann ich dann ineinander umwandeln. Und das will ich Ihnen jetzt gleich beschreiben. Jetzt habe ich vergessen, meine Keywords hier einzuklicken. Also wir alle als Endverbraucher wollen jederzeit auf Energie bzw. Strom zugreifen. Regenerative Energiequellen fluktuieren, das heißt, da muss ich was speichern. Die Technologien zur Lagerung müssen aber auch skalierbar sein. Das heißt, ich muss sie auf wirklich großem Maßstab umsetzen können. Und idealerweise sollte ich eben das CO2 dann wieder dann einbauen und nicht emittieren. Jetzt kommt meine erste chemische Folie, nicht weglaufen. Was ist heterogene Katalyse? Heterogene Katalyse heißt, wir machen Prozesse energieeffizienter. Im Prinzip ist es so, Sie wollen das blaue und das rote Molekül zu zwei blau-roten Molekülen umsetzen. Und wenn Sie den Prozess jetzt einfach nur in der Gasphase machen, das heißt, Sie bringen die beiden Moleküle zusammen, dann müssen Sie diesen großen Berg an Energie aufwenden, die gestrichelte Linie, weil Sie dann in der Gasphase müssen Sie die Moleküle aktivieren, spalten und wieder anders zusammensetzen. Und ein heterogener Katalysator kann Ihnen das Ganze aber einfacher machen. Das heißt, Sie bieten da diese gelbe aktive Oberfläche an, dann binden die Moleküle auf der Oberfläche und weil das günstig ist, werden die inneren Bindungen in den Molekülen werden geschwächt. Das heißt, anstatt dass Sie, deswegen habe ich halt dieses kleine Männchen hingemalt, anstatt dass Sie oben über den Berg laufen müssen, können Sie jetzt unten diese Abkürzung nehmen und müssen nicht über diesen riesen Hügel drüber. Und das ist für die Moleküle ganz genauso. Das heißt, die müssen nicht diese riesen Energie aufwenden, sondern können mit kleineren Schritten auf der Oberfläche mit weniger Energie reagieren. Und deswegen, weil Kohlendioxid so ein stabiles Molekül ist, benutzt man eben heterogene Katalyse, um dann diese starken CO2-Bindungen zu aktivieren. Und eines, was man eigentlich schon lange kann, ich komme jetzt wieder zum Methanol zurück, ist, dass wir industriell Methanol machen. Also ich habe Ihnen da mal, das ist jetzt ein Transmissionselektronenmikroskopie-Bild. Also wenn Sie sich dann auf der Nanoskala sich den Katalysator angucken, dann sieht der so aus, dass der so Kupferpartikel hat und so Zinkoxidpartikel und ein bisschen Aluminiumoxid dazwischen. Also
Wie ich schon gesagt habe, Methanol ist eben heute auch schon ein sehr wichtiges Molekül. Wir können das schon machen und jetzt ist eben die Frage, wie können wir das großtechnisch mit CO2 umsetzen? Also ich nur noch mal eben zur Vollständigkeit halber, also die Methanolsynthese gibt es schon seit 1913 und der Katalysator, diesen hier, dieser Kupfer-Zinkoxid-Aluminiumoxid-Katalysator, der wird unter anderem auch von der Clariant hergestellt, die ja hier im Süden von Bayern sitzen, also ganz lokal. Und die Reaktion läuft aber eben leider, muss man sagen, bei hohem Druck und hoher Temperatur und da wäre es eben schön, wenn wir das bei geringerer Temperatur und geringerem Druck machen könnten. Jetzt wird es auch wieder chemisch. Drei Reaktionen sind da im Prinzip möglich. Ich kann aus Kohlenmonoxid Methanol machen, ich kann aus Kohlendioxid Methanol machen und ich kann Kohlendioxid und Kohlenmonoxid unter Zuhilfenahme von Wasserstoff ineinander umwandeln. Und das Schöne ist jetzt, dieser Kupfer-Zinkoxid-Aluminium-Katalysator, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, der nimmt sowieso lieber Kohlendioxid. Da kann man ja sagen, ach toll, dann kann ich ja einfach dem das ganze Kohlendioxid geben und dann setzt er das zu Methanol um und wir sind fertig. Das Problem ist nur, der Katalysator braucht leider, um einen hochaktiven Zustand zu erreichen, das Kohlenmonoxid und das Kohlendioxid. Kohlenmonoxid ist ein giftiges Gas, wissen Sie vielleicht, ist ja für Menschen sehr, sehr gefährlich. Aber industriell ist es so, Kohlenmonoxid ist ein stark reduzierendes Gas. Und der Katalysator kann nur in seinen hochaktiven Zustand kommen, wenn er das Kohlenmonoxid auch hat. Und deswegen bietet man industriell einfach eine Mischung aus beidem an, das nennt sich dann Synthesegas, weil ja über Reaktion 3 die beiden sowieso ineinander umgewandelt werden und letztendlich kann ich dann Kohlenmonoxid und Kohlendioxid an dem Katalysator zu Methanol umwandeln. Das sieht dann so aus, ich habe Ihnen jetzt nochmal hier so ein paar Bilder gezeigt, wenn der Katalysator wenn wir Kohlenmonoxid dabei haben, dann hat der so einen Zustand. Das heißt, dann ist das Kupfer ist so strukturell so ein bisschen unordentlich und das Zinkoxid wandert da drauf. Das heißt, Sie haben diese orangefarbene Kupferoberfläche und dann wandern diese Zinkatome da oben drauf. Und wenn wir den jetzt aber nur in CO2 haben, dann sind wir leider da und dann funktioniert der gar nicht ganz so gut. Das heißt, da müssen wir einfach noch den Katalysator verbessern und sagen, wie kriege ich den denn jetzt so hin, dass der nur in Kohlendioxid und Wasser funktioniert. Da gibt es aber eben Ansätze und es gibt Firmen, die das geschafft haben. Denn, Sie haben vielleicht schon mal gehört, jetzt komme ich wieder zu George Oler, der hat da aber selber gar nichts mit zu tun, sondern es gibt eine Firma, die heißt Carbon Recycling International. Und die hat einfach auf Island gesagt, okay, wir setzen das jetzt einfach mal um. Und die haben eine industrielle Anlage gebaut zwischen 2010 und 2012, wo man Kohlendioxid aus Abgasen in Methanol umwandelt. Und die konnten innerhalb von 4 Jahren ihre Kapazität von 1300 auf 4000 Tonnen pro Jahr ausbauen und können so 5500 Tonnen Kohlendioxid im Jahr recyceln. Natürlich wollen die Geld machen und wollen nicht, dass jeder das nachmacht. Das heißt, die haben ihr Geheimnis, was der Katalysator ist oder wie die den verändert haben, nicht preisgegeben. Also das heißt, die haben aber irgendwie das Problem gelöst. Und wir brauchen auch noch den Wasserstoff und den machen die aus Elektrolyse. Das heißt, in Island eben hat man durch Wind, durch Solar, durch Geothermie hat man reichlich erneuerbare Energien, sodass die den Wasserstoff dann aus Wasserelektrolyse holen können und dann hier das Kohlendioxid umsetzen. Jetzt wollen Sie vielleicht wissen, was gibt es denn da in Deutschland? Haben wir sowas auch? Und es läuft da ein Projekt, das nennt sich Carbon to Chem. Leider nicht in Bayern, in Nordrhein-Westfalen, aber Deutschland ist es immerhin. Da gibt es ein Konsortium aus der Wissenschaft, da sind Fraunhofer-Institute, Max-Planck-Institute beteiligt, da ist auch die Wirtschaft, ThyssenKrupp ist da beteiligt. Und die wollen aus Hüttengasen, also am Stahlwerk, wollen die Methanol machen. Ich gucke mal gerade auf meine Zeit, okay. Und die haben eine Demonstrationsanlage im Betrieb, da sieht man ein Bild davon und können eben auch, das sind zwar hier nur 75 Liter, das heißt, von den Größenordnungen in Island ist man da weit weg, aber auch da ist es so, dass man eben dieses Recycling schon anfängt umzusetzen. Welche anderen Möglichkeiten bietet die heterogene Katalyse? Und jetzt komme ich immer weiter rein in das, was jetzt gerade in der aktuellen Forschung auch hier läuft, komme ich gleich zu. Zum einen gibt es die Fischer-Tropsch-Synthese, die wurde insbesondere in den Weltkriegen in Deutschland entwickelt und genutzt, damit eben aus Kohle, aus Synthesegas flüssige Energieträger laufen können. Da ist das Problem wieder, das geht leider nicht mit Kohlendioxid. Da muss ich das Kohlendioxid erst irgendwie in Kohlenmonoxid umwandeln. Und wenn ich das dann mit Wasserstoff umsetze, dann kriege ich so lange Ketten. Das heißt, das würde sozusagen den Prozess genau rückgängig machen. Ich habe Ihnen ja am Anfang gezeigt, wenn ich so lange Ketten verbrenne, dann kriege ich das ganze CO2 raus. Und der würde mir sozusagen unter Einsatz von Wasserstoff erlauben, das umzudrehen.
Ein anderes ist die Methanisierung, das heißt, da kann ich Kohlendioxid direkt mit Wasserstoff umsetzen, kriege dann Methan und Wasser. Jetzt ist die Frage, na, warum macht man das nicht einfach? Wir können das alle schon, warum macht man das nicht? Und das Problem ist, dass das zum einen Hochdruckprozesse sind mit hohem Energieaufwand und das andere ist, dass der Wasserstoff heutzutage noch nicht in großen Mengen grün ist. Also grüner Wasserstoff heißt, ich erzeuge den ohne Zuhilfenahme fossiler Energien. Und idealerweise macht man das mit der Wasserelektrolyse. Das heißt, wo ich jetzt in dem letzten Teil des Vortrags darauf eingehen will, ist, wie können wir denn jetzt in der Forschung dafür sorgen, dass wir wirklich ganz grüne Prozesse entwickeln. Und den Eintrag, wenn ich jetzt den Eintrag von erneuerbarer Energie realisieren will, habe ich im Prinzip drei Möglichkeiten. Ich kann Elektrokatalyse machen, das heißt, ich kann die Reaktion in einer elektrochemischen Zelle machen, ich erkläre es gleich, dass ich sozusagen den Strom, der jetzt aus dem Windrad kommt oder aus der PV, den leite ich in die Elektrolysezelle und mache da drin meine Chemie. Dann gibt es noch die Photokatalyse, idealerweise mit Sonnenlicht. Hier zeige ich Ihnen aber zwei, das sind und meine eigenen Reaktoren aus unserem Labor. Im Moment benutzen wir halt noch Forschungslampen und dann hat man Reaktoren, wo man über das Licht direkt die Reaktion auswirkt. Das zeige ich Ihnen gleich. Dann gibt es im Prinzip auch noch Plasmakatalyse. Dazu erzähle ich heute aber nichts. Das heißt, ich könnte mit dem Strom auch ein hochenergetisches Plasma erzeugen und in dem Plasma die Reaktion machen. Das kommt später. So, was machen wir jetzt an Atomen? Jetzt komme ich zu dem Cluster E-Conversion. Der Stand ist ja, haben Sie ja in Halle 1 vielleicht gesehen. Hier geht es jetzt genau darum, dass wir ein tieferes Verständnis der Grundlagen von den Prozessen der Energieumwandlung schaffen wollen. Das heißt, wir haben auch hier wieder diese Teilung. Wir haben den Energiebedarf von uns allen, von der Industrie, von uns und dann eben die nutzbare Energie, die jetzt insbesondere vom Sonnenlicht kommt oder aus dem Windrad. Und in E-Conversion geht es jetzt darum, dass wir zum einen gucken, können wir Batterien entwickeln, großskalige Batterien, wo wir den Strom speichern und vor allen Dingen, wie kriegen wir dann den Strom in die Batterie? Und wie kriegen wir dann auch effizient den Strom aus der Batterie wieder raus? Dann ist die Sache, wie können wir jetzt den Strom oder das Sonnenlicht in synthetische Treibstoffe umwandeln und wie können wir die mit möglichst wenig Verlusten dann wieder nutzen, um Strom daraus zu erzeugen, also eben zum Beispiel in Brennstoffzellen. Und ich will Ihnen jetzt hier nur ganz kurz aus der Forschung eben ein paar kleine Beispiele zeigen, was da so getan wird. Jetzt habe ich Ihnen versprochen, ich erkläre Ihnen, wie Elektrokatalyse funktioniert. Sie haben, also im Prinzip ist es ja so, Sie müssen immer den Strom, es gibt ja immer einen geschlossenen Kreislauf, sonst fließt kein Strom. Und den einen Teil ist nicht, der ist eine chemische Reaktion. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Gleichstrom anlegen, dann haben Sie eine Kathode, Kathodos, der Weg hinab. Das heißt, da gehen die Elektroden runter. Das heißt, an der Kathode können Sie Moleküle mit Elektronen in Kontakt bringen. Und chemisch gesehen ist das eine Reduktion. Und an der anderen Seite, die Anode, Anodos, der Weg hinauf, gehen die Elektronen nach oben. Das heißt, die ziehen Elektronen raus aus ihren Molekülen. Und das ist dann chemisch gesehen eine Oxidationsreaktion. Und Sie müssen immer beides koppeln. Das Einfachste, Sie haben vielleicht schon mal von dem Daniell-Element gehört, da ist es so, Sie oxidieren einen Zinkstab. Das heißt, das Rote ist dann Zink und dann machen Sie Zink-Ionen und geben Elektronen ab. Und das Blaue wäre dann ein Kupferstab in der Kupferlösung und da scheiden Sie dann die Kupferatome aus der Lösung, die Kupferionen aus der Lösung ab. Und so kann man eben aber auch Wasser spalten. Das heißt, ich könnte jetzt den Sauerstoff aus dem Wasser an der Anode zu Sauerstoffgas machen und dabei würde ich 4 Elektronen gewinnen. Und dann kann ich an der Kathode die Protonen aus dem Wasser, die Wasserstoffatome nehmen und daraus H2-Gas machen. Das heißt, unten ist das einmal zusammengezeigt. Ich habe die Oxidation vom Sauerstoff und die Reduktion von den Protonen zu Wasserstoff. Und das ist tatsächlich unschlagbar. Das heißt also, Sie werden, wenn Sie grünen Strom haben, dann sind einige Firmen, unter anderem die Siemens, die haben jetzt schon sehr große Megawatt-Elektrolyseure gebaut, die dann Wasserstoff aus Wasser erzeugen können. Da ist eben nur der kleine Punkt, Sie brauchen eben viel Strom. Das heißt, da müssen wir eben sehr, sehr viele Windparks, sehr, sehr viele Solarzellen aufbauen, um genug Wasserstoff da zu erzeugen. Auch das ist schon, das ist jetzt nicht nur im Labor, auch das wird schon aufskaliert. Ich habe gerade schon mal Siemens erwähnt, das andere ist Evonik Industries. Die haben einen gekoppelten Prozess gemacht. Da ist es so, der Siemens macht den Elektrolyseur, das heißt, da spalten wir das Wasser, habe ich Ihnen gerade gezeigt. Und dann können Enzyme, die in der Evonik in ihrer Biotechnologie, in ihrer großen Kolonne sind, die können dann das Kohlendioxid mit dem Wasserstoff zu Hexansäure umsetzen. Und Hexansäure
Das könnte man als Energieträger verwenden, aber tatsächlich braucht das die Evonik am Standort Marl, um dann da ihre Chemikalien draus zu machen. Das heißt also, auch das ist in Arbeit, um da Kohlendioxid wieder einzukoppeln. Und zuletzt möchte ich Ihnen jetzt noch aus meiner eigenen Forschung was zeigen. Wir machen nämlich Photokatalyse. Ganz langsam. Das Bild rechts haben Sie schon gesehen. Das war die heterogene Katalyse. Das ist jetzt nochmal dasselbe Bild. Jetzt haben wir links noch ein bisschen Halbleiterphysik. Ich mache es ganz kurz. Wenn Sie einen Halbleiter mit Licht bestrahlen, dann können Sie Elektronen anregen. Die gehen dann vom sogenannten Valenzband ins Leitungsband, im englischen Conduction Band. Und das Elektron da oben im Leitungsband, das ist da überhaupt nicht glücklich. Das will da ganz schnell wieder raus. Und das ist jetzt so ähnlich wie in der Elektrolyse. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Molekül anbieten, was das Elektron aufnehmen kann, dann hopst das Elektron sehr gerne da drauf. Das habe ich Ihnen hier unten gezeigt. Das heißt, dass wenn Sie da das Molekül A da dran binden, dann wird das Molekül A das Elektron aufnehmen. Dann habe ich hier auf der Seite, ist jetzt nicht so wichtig, das Problem ist nur, das Elektron muss auch noch durch den Halbleiter wandern. Das interessiert uns in der Forschung, ist aber jetzt hier erstmal egal. Wenn ich jetzt photokatalytisch Kohlendioxid umsetze, dann kann ich da eine ganze Menge verschiedener Reaktionen machen. Ich kann, je nachdem wie viele Protonen und Elektronen ich einsetze, kann ich Kohlenmonoxid machen, ich kann Ameisensäure machen, ich kann Methanol machen, ich kann Methan machen. Und diese Reaktionen haben alle eine ganz andere Energie. Und man kann hier ganz grob über den Daumen gepeilt sagen, je stärker negativ der Wert ist, desto schwieriger ist die Reaktion. Das heißt, Methan ist vergleichsweise einfach, Methanol ist schon schwieriger, Ameisensäure ist richtig schwierig. Und diese Reaktion da oben, die so schrecklich einfach aussieht, nämlich ein einziges Elektron auf CO2 zu übertragen, ist tatsächlich die allerschwierigste. Und ich habe Ihnen jetzt gerade gesagt, wenn das Elektron da oben im Leitungsband ist, dann möchte das schnell runterfallen auf das Molekül. Das Problem ist, für die meisten bekannten Halbleiter klappt das nicht, weil die Reaktion liegt so weit oben, die ist so schwierig, dass die Elektronen das nicht machen können. Das heißt, es müssen wohl andere Reaktionen passieren, damit eben dieses Runterfallen auf das Molekül möglich ist, also energetisch runterfallen. Das andere Problem, was wir haben, ist, wir müssen chemisch extrem sauber sein. Kohlendioxid ist das stabilste, ich habe Ihnen gesagt, Kohlendioxid ist wahnsinnig stabil, das heißt, das möchte überhaupt nicht reagieren. Wenn ich jetzt also in meinem Reaktor, ich sage es mal ganz platt, irgendwelchen Dreck habe, dann wird dieser Dreck viel leichter reagieren als CO2. Das heißt, ich verschwende dann Ladungsträger und sehe trotzdem Produkte. Wir haben das mal hier als Cartoon gezeichnet. Wenn Sie da so Kohlenstoffspezies irgendwo hängen haben in Ihrem Reaktor und Sie bieten dann Wasser an, dann sehen Sie Produkte. Und wir haben das auch hier mal gezeigt. Wir sehen also hier, wir sehen Methan, wir sehen Ethan, wir sehen Propan. Das Lustige ist, wir haben im Reaktor gar kein Kohlendioxid. Das heißt also, hier haben wir dann irgendwelche Verunreinigungen, die machen uns auch Produkte. Jetzt könnten wir denken, toll, wir haben einen super Prozess gemacht, wir kriegen schöne Produkte, aber die sind nicht aus CO2. Das heißt, wir mussten hier uns überlegen, wie wir jetzt beweisen können, dass im Labor unsere Produkte wirklich aus Kohlendioxid gebildet werden. Und da ist es jetzt so, jetzt chemisch gesehen, idealerweise möchte ich die sogenannte Massenbilanz schließen. Das heißt, ich möchte alle meine Atome verfolgen. Ich möchte sagen, so viel Kohlendioxid geht in meinen Reaktor rein, so viel setze ich um und genau die Mengen kommen in den ganzen Produkten wieder an. Das ist allerdings extrem schwierig, weil ich eben alle Produkte und Nebenprodukte komplett identifizieren müsste und das ist gar nicht so leicht. Dann, Sie haben vielleicht schon mal was von Isotopenmarkierung gehört. Es gibt ein schwereres Kohlenstoffatom. Das ist nicht 12 Einheiten schwer, sondern 13. Und man kann eben auch 13 Kohlenstoff nehmen und dann 13 Produkte rausnehmen. Dann kann ich auch gucken, naja, wenn die dasselbe Kohlenstoffatom tragen, werden sie wohl aus Kohlendioxid sein. Ist aber auch wahnsinnig schwierig und außerdem wahnsinnig teuer. Das heißt, der beste Weg ist, ich mache meinen Reaktor einfach richtig sauber und mache dann eine Blindmessung, um zu gucken, ob ich auch wirklich keine Produkte aus Dreck bilde. Und das ist unsere Lösung, das ist unser hochreiner Reaktor. Da hinten, den Reaktor zeige ich Ihnen nochmal vergrößert. Das ist so eine Stahlzelle und da kommt dann der Katalysator unten rein und oben drauf kommt das Kohlendioxid. Und dann gucken wir, wie wir das umwandeln. Und das machen wir mit diesem Gaschromatographen, das ist diese große weiße Box. Und die kann dann kleine Mengen der Produkte identifizieren. Und wenn man daran arbeitet, sieht das so aus, wie der Dr. Mustakas das da gerade macht. Da muss man so ein Fenster hochnehmen, dann setzt man die Probe ein, dann kommt das Fenster wieder drauf. Wird versiegelt und dann kann man eben, und der arbeitet mit Handschuhen, damit bloß kein Dreck reinkommt und dann können wir hier die Produkte sehen. Und wir waren sogar so erfolgreich damit, dass die DIN, also das Deutsche Institut für Normung, hat gesagt, das ist so eine tolle Messmethode, die werden wir jetzt als Spezifikation festschreiben. Das heißt, also wenn Sie genau wissen wollen, wie wir das machen, dann können Sie auch diese DIN lesen, auch auf Deutsch.
Wenn wir das alles tun, dann sehen wir, dass wir Methan als Produkt kriegen, auch immer wieder. Das sind jetzt drei verschiedene Messungen in drei verschiedenen Reaktoren. Das Problem, jetzt können wir sagen, ach toll, wir haben jetzt nur Licht genommen, haben Kohlendioxid genommen, haben das Kohlendioxid mit Licht umgesetzt. Die Mengen sind blöderweise klein. Das sind 0,3 Mikromol. Mol ist jetzt eine Einheit, die nur die Chemiker benutzen. Jetzt kann ich es umrechnen. Das sind 0,0048 Milligramm pro Stunde. Das heißt, das ist einfach viel zu wenig. Das heißt, es geht, aber wir müssen halt diesen Prozess viel, viel schneller, viel, viel effizienter machen. Das andere ist, man kann sich ausrechnen, wie viel Prozent des eingestrahlten Lichts haben wir umgesetzt. Und da kommen wir dann leider dazu, dass das 6,5 mal 10 hoch minus 4 Prozent sind. Also im Prinzip auch einfach total wenig. Das heißt, wir müssen, das ist jetzt am Titandioxid, habe ich vergessen zu sagen, das ist jetzt Titandioxid als Halbleiter. Das heißt, das funktioniert, aber es ist eben einfach noch zu schlecht. Und wir fragen uns jetzt, warum geht das aber so schlecht? Und wie machen wir es besser? Und da habe ich jetzt nur zwei kleine Beispiele Ihnen noch gezeigt. Das eine ist, der Dr. Hesam Mosen, der hat hier ein Paper, hat hier eine Probe gemacht. Das ist eine Mischung aus Molybdensulfid und Titanoxid. Also müssen Sie jetzt, ich möchte Sie nicht genau hinterfragen, auf jeden Fall, das ist jetzt nicht nur das Titanoxid alleine, sondern da ist noch Molybdensulfid mit drin. Und dann kann ich zwei verschiedene Produkte machen und das sogar hin und her schalten. Das heißt, wenn Sie eine bestimmte Menge, also wenn Sie weniger Titanoxid da reintun und mehr Molybdensulfid, dann sehen Sie, wenn Sie das mit Sonnenlicht bestrahlen, dann kriegen Sie Kohlenmonoxid als Produkt. Und wenn Sie das mit einer künstlichen Lampe nur mit sichtbarem Licht bestrahlen, dann kriegen Sie Methan. Und das können wir auch erklären, das ist eine physikalische Sache, weil Sie die Elektronen in die eine und die andere Richtung schieben. Das brauchen wir aber jetzt nicht im Detail zu hinterfragen. Das heißt, hier haben wir zwar die Mengen noch nicht dramatisch erhöht, aber wir haben immerhin schon mal geschafft, dass wir verschiedene Produkte erzeugen. Jetzt wollen wir die Mengen noch erhöhen. Jetzt habe ich Ihnen noch einen anderen Reaktor gezeigt. Das machen wir auch ganz viel, Reaktorentwicklung. Wir wollen jetzt das zusammenbringen. Ich habe gesagt, klassisch heterogene Katalyse können wir ja Methanol schon machen. Können wir jetzt Methanol auch mit Licht machen? Und da haben wir diesen Reaktor entwickelt, den kann ich von unten heizen und von oben bestrahlen. Das heißt, den kann ich jetzt warm machen und gleichzeitig die Reaktion mit Licht machen. Und dann haben wir den Katalysator da reingetan, den kennen Sie schon. Das ist der Kupfer-Zink-Aluminiumoxid-Katalysator, den habe ich Ihnen schon gezeigt. Und dann haben wir da dran noch hinten ein Massenspektrometer, das ist da unten irgendwo gezeigt. Und das kann dann, da können wir jetzt gucken, welche Produkte machen wir, wenn wir das warm machen und mit Licht. Und dann sehen Sie das erste, jetzt so sehen unsere Messungen aus, wollte ich Ihnen auch nicht vorenthalten, ist aber auch, wir sind gleich durch. Da sehen Sie jetzt, so sehen unsere Messergebnisse aus, rot ist das Methanol und grün ist Kohlenmonoxid. Und Sie sehen, wenn Sie das im Dunkeln haben, macht er eine bestimmte Menge Methanol und eine bestimmte Menge Kohlenmonoxid. Und wenn Sie jetzt das Licht anschalten, und zwar sichtbares Licht, dann macht er weniger Methanol und mehr Kohlenmonoxid. Wenn Sie dann das sichtbare Licht wieder ausschalten, machen das UV-Licht an, dann macht er mehr Methanol und weniger Kohlenmonoxid. Das heißt, erstens habe ich hier die Menge der Produkte überhaupt erhöht und ich habe es auch wieder hier geschafft, zwischen verschiedenen Produkten zu schalten und vor allen Dingen wegzukommen vom Methan, was eben Gas ist und was eben nicht so gut zu speichern ist. Also genau, das habe ich Ihnen schon erzählt. Genau. Dann bin ich jetzt durch. Wollte Ihnen noch meine Arbeitsgruppe zeigen. Das ist jetzt zum Beispiel der Abdo Hesam, den habe ich gerade erwähnt. Das sind alles ganz motivierte junge Leute und Kooperationen haben wir eben auch noch in ganz Deutschland und darüber hinaus. Genau, und dann bedanke ich mich jetzt, dass Sie bis zum Ende da geblieben sind. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann fragen Sie jetzt oder kommen Sie runter und dann können wir noch sprechen. Dankeschön. Genau.